Okay, es geht weiter. Es wird wahrscheinlich gleich am Anfang wieder lecken. Nein, es läuft einigermaßen flüssig. Tabulator bringt hier ja nichts. Nachdem ich jetzt Tränke habe, habe ich keine Ausrede mehr, um hier gar nicht vorbeizufliegen. An diesem leichten bestimmten Punkt. Boah, ich dachte schon, ich falle jetzt runter. Das heißt, ich glaube, ich war hier sogar schon mal. Und es war jetzt an diesem Fehler, als meine Waffe nicht gezückt habe. Ah ja. Ich kann mich dran erinnern. Dann werde ich ziemlich viel als Drache machen müssen. Und als Drache kommt man ganz böse. Aua. Aber erstmal als normale Person. Heilerin der schwarzen Ranks. Welchem Level bin ich eigentlich? 24, sie ist 28, voll fair. Also so. Vom Kräfteverhältnis. Und ich bin gleich tot. Schnapp sie dir! Ja. Okay, hier bin ich noch vollkommen falsch, merke ich. Und jetzt kämpfen sie, glaube ich, gegen sie. Deswegen ich jetzt einen super Zauber machen wird, der doch, der trifft. Ich fühle mich gar nicht gut. Ich habe einen Trank genommen. Ich kann nicht. Ja, Stufenaufstieg. Genau das wollte ich. Ich habe gesagt, Stärke steigern wir. Ja, Fertigkeiten. Oh, ich kann schon wieder Dämon steigern. Aber was sollte ich denn sonst steigern? Hab ich voll. Ach, Regeneration oder Heilung oder Feuerwand. Ne, ich nehme Dämonenstufe 25 annehmen. Und jetzt die nächste Stufe. Ich kann hier richtiges Deutsch. Fast aufgegessenes Gericht. Oder so heißt das. Ist völlig unheilig, dass es so viel bringt. Aber egal. Ich werde hier jetzt noch bleiben. Vielleicht schaffe ich es noch nach Alarot, diese Folge. Aber das kann ich nicht versprechen. Ich kann ja nichts versprechen. Fertigkeitenbuch. Okay. Was hat das jetzt gebracht? Alle Fertigkeiten plus oder wie? Und jetzt schnell weg. Komm, mach ne. Einzige Grenze, wie du das hinbekommen hast. Tausend Erfahrungen. Das ist so viel Erfahrung, wie diese eine Frau gegeben hat. Diese übertrieben starke. Diese Stufe 28 Frau. Ich weiß gar nicht, kann man als Drache einen Trank nehmen? Ich glaube schon. Doch sowas brauche ich ja nicht. Oder doch sowas brauche ich. Ziemlich dringend sogar. Boah, Adrenalin geht dann einem ins Blut. Ja, man kann einen Trank nehmen. Und ich bin gleich mal voll beim Gegner gelandet. Toll. Hallo. Oh, mach ich den Schaden. Das gibt's hier gar nicht. Man erkennt das sogar beim Gegner, wenn ich Schaden mache. Das macht aber richtig Schaden. Ne, ich bin ja auch kein Kämpfer. Das sollte ich nicht vergessen. Das war's dann wohl mit der Zauberei. Aber wenn ich keine Mana mehr habe. Und tschüss. So, mal heilen. Jetzt ein bisschen abwarten. Da es hier nicht wirklich ungefährlich ist. Speichern. Neuen Spielstand. Ich habe, falls ihr
ihr es noch nicht gesehen habt. Ich habe alles gelöscht. Alle Spielstände. War ziemlich zeitaufwendig. Aber ich habe es gemacht. Und jetzt tue ich auch was, was ziemlich selbstmörderisch wahrscheinlich anmutet. Ich verwandle mich wieder in einen Drachen. Kann ich nicht mit... Nee, Metten kann ich nicht mit einem Schuss töten. So, nochmal ein paar von diesen Türen zerstören. Ach, ich habe ja noch was zu steigern. Ich habe X8 bei dem Drachen. Ach, das werde ich gar nicht bewusst. Ich könnte jetzt deinen Wie unrealistisch ist denn das? Ich bin doch schon längst wieder verwandt. Oh nein, sind das viele. Viel zu viele. Ja, tötet mich doch alle. Ein Magieturm. Nee. Magierturm. Nee, hier kann ich aber auch irgendwas steigern. Vielleicht war das Fertigkeitenbuch ein Fertigkeitenbuch. Ja, es war ein Fertigkeitenbuch. Das heißt, es hat Fertigkeiten erhöht, nicht Werte. Okay, ich bin zu schwach hierfür. Aber ich bin... Welche Stufe bin ich denn? Ich glaube 25, ja. Bin ich leider auch noch zu schwach für aller Rot. Aber ich kann es euch ja schon mal zeigen. Ich fliege jetzt mal hin. Aber ich glaube, ich brauche noch Zeppelin-Teile. Soweit ich mich erinnern kann. Hier kann ich mich nicht in einen Drachen verwandeln. Zeppelin-Teile. Ich frage nochmal nach, ob ich Zeppelin-Teile brauche. Genau. So, bis das rot wird. Es wird nicht rot, weil vorher. Treffe ich. Ja, ich sag mal ja. Ja, ich treffe. Hallo. Ich möchte nach Allerrot. Drachentöter, ich habe euch nicht mehr gesehen, seitdem wir Leuchtenfeld verlassen haben. Ich möchte den Zeppelin das nach Allerrot nehmen. Das geht leider nicht. Zumindest nicht so lange, bis Petzold wieder einen seiner Vögel... Bis später. Ja, tschüss. Hat jetzt keine Lust, dich ewig anzuhören. Hier gibt's auch irgendeinen Kommandanten. Wo ist denn der? Ach, Kommandant Roland oder so heißt der. Geld. Hallo, was kann ich... Handeln kannst du für mich tun. Ich tun? Ja, ich muss jetzt... Wir wollen Drachen, Tibet. Ich habe ja noch meine Superwaffe. Die da weg oder die da... Die da weg. Ist den Sardinen und der leckerste Lachs. Jetzt habe ich mehr Mana. Vielleicht belohnt er mich ja wirklich. Der Kommandant, hallo. Der mutige Bergsteiger. Schon irgendwelche Zeppelin-Teile gefunden. Ein Minenprospektor namens Krabbe hat darum gebeten, dass ihn ein Zeppelin abholt. Ich weiß, dass er noch da draußen ist, aber mir sind die Hände gebunden, bis eins meiner Schätzchen wieder fliegt. Bis später. Wenn ihr einem Goblin begegnet, soll... Ja, dass er nicht überlebt. Boah, wenn ich gerade von Krabben rede. Ich liebe Nordseekrabben. Wahrscheinlich ihr nicht. Voll viele mögen die nicht, aber ich... Ha. Mann, jetzt habe ich voll Hunger bekommen. Egal. Ja, Rückenschwimmen ist langsamer. Kann man hüpfen? Oder?